Und in Moskau beobachtet für uns Markus Rea den Fall Chodorkowski. Herr Rea, warum ging denn das alles so schnell? Begnadigung, Freilassung und Ausreise. Und noch Visum und noch ein Pass, mit dem man ins Ausland reisen darf. Ja, das ging in der Tat alles sehr schnell. Russische Medien spekulieren, es habe Druck gegeben in Haft. Im Straflager habe ihn der russische Geheimdienst besucht. Und Michail Chodorkowski erzählt, man bereite ja ein drittes Verfahren wegen Geldwäsche gegen ihn vor. Und offenbar hat ihn das bewogen, dieses Gnadengesuch an den Präsidenten Wladimir Putin zu stellen. Putin will mit diesem Überraschungscoup offenbar bezwecken, dass Image Russlands in der Welt zu stärken. Wir erinnern uns, Russland ist nächstes Jahr Gastgeber der Olympischen Winterspiele und Russland ist auch Gastgeber des Gipfels der weltweit größten Industrienation, der G8. Da macht es sich natürlich schlecht, wenn man diesen prominenten politischen Gefangenen weiter bei sich in Russland hat. Aus dem Kreml heißt es jetzt ja sogar, Chodorkowski könne auch jederzeit nach Russland zurückkehren und hier bleiben. Wie wahrscheinlich ist denn das? Nun, ich denke, es ist kaum vorstellbar, dass Chodorkowski das tatsächlich als Einladung begreifen wird. Ich denke, er wird weiter im Ausland bleiben. Für Aufsehen gesorgt hat hier dieses Jahr der Fall eines anerkannten Wirtschaftswissenschaftlers, der sich nach Frankreich abgesetzt hat. Dieser Wirtschaftswissenschaftler, der nicht verdächtig ist, Opposition gegen den Kreml zu betreiben, der hatte ein Gutachten erstellt, nämlich in dieser möglichen dritten Sache gegen Chodorkowski. Er sollte da sagen, ob bei dem zweiten Verfahren gegen Chodorkowski alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Das habe er verneint. Daraufhin haben wohl die Ermittler massiv Druck auf ihn gemacht und er hat sich entschieden, das Land besser zu verlassen. Kurz und krumm, in der Sache Chodorkowski steckt offenbar noch sehr viel drin und es scheint nicht angeraten, dass Chodorkowski hierher zurückkehrt nach Russland. Danke für die Einschätzung, Markus Rea.